Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 25. Januar. Heute haben wir dabei Siri, WhatsApp Business, Apple und auch Microsoft Office. Beginnen tun wir mit Siri bzw. den AirPods 2. Die sind ja schon länger als Gerücht im Raum, der Nachfolger zu den originalen AirPods. Hauptsächlich auch mit Wireless Charging an Bord, sprich das Case kann man halt dann auch kabellos laden. Aber anscheinend sind auch die AirPods selber aufgebieft worden mit einem neuen Prozessor, der dann damit umgehen kann, dass man direkt Siri anspricht. Das konnte man bislang nämlich nicht. Da musste man erst auf die AirPods drauf tappen und dann konnte man Siri ansprechen. Aber in iOS 12.2 sind jetzt entsprechende Hinweise aufgetaucht und daher rechnen wir nun im Frühjahr mit den AirPods 2 und entsprechend dann auch mit Siri mit direkter Ansprache. Jetzt ist es auch ein Jahr her, dass wir WhatsApp Business haben. Und ja, den Business-Dienst von WhatsApp, den gab es bislang nur für Android und für die Web- und Desktop-Version. Und es haben sich in dem Jahr 5 Millionen Unternehmen weltweit für die Nutzung von WhatsApp Business entschieden. Also es ist anscheinend auf jeden Fall ein Erfolg. Und jetzt gibt es ein paar neue Funktionen für die Web- und die Desktop-App. Und zwar kann man dort jetzt auch mit einem Schrägstrich Kurzbefehle definieren. Man kann auch Labels hinzufügen, um Kontakte und Chats zu klassifizieren. Und man kann Chatlisten jetzt auch nach ungelesenen Nachrichtengruppen oder Broadcastlisten filtern. Wenn ihr im Fall der Fälle WhatsApp Business einsetzt für euer Business, dann schaut es euch mal an. Vielleicht bringt es euch ja was. Apple, die haben ja auch schon seit längerer Zeit eine Abteilung, die sich mit Autos, mit selbstfahrenden Autos beschäftigt. Und das heißt intern wohl Project Titan. Und ja, da ist anscheinend jetzt nicht mehr so viel mit am Laufen, denn dort wurden 200 Mitarbeiter abgezogen. Also die arbeiten nicht mehr an den Autos bei Apple, sondern wurden intern woanders zugeordnet. Und ob das jetzt bedeutet, dass Apple das Auto einstampft, man weiß es nicht so genau. Die Gerüchte sind dann natürlich dann wieder sehr viel hin und her. Tja, warten wir es mal ab. Und wenn wir schon beim Thema Apple sind, dann haben wir auch noch die Neuigkeit in Sachen Microsoft Office, denn die kommen jetzt in den Apple App Store für den Mac. Tja, ich hätte es gar nicht gewusst, dass die da gar nicht drin sind oder mich hat es auch gar nicht gekümmert, weil ich irgendwie Office 365 Nutzer bin und das Ding einfach habe. Aber anscheinend gab es wohl ein Problem, gerade wegen Office 365 und dass Microsoft Office ja aus verschiedenen Apps besteht, entsprechend aus Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote. Und die verkaufen das ja immer in einem Bundle und eigentlich nicht mehr einzeln. Und da war wohl die Hürde und die hat Apple jetzt zusammen mit Microsoft genommen. Das heißt, die haben eine Lösung gefunden und man kann sich jetzt entsprechend für Office bzw. Office 365 auch über den Mac App Store dann anmelden. Ja, wer es noch nicht hat, hat dann jetzt die Möglichkeit. Und das war's dann auch für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet eine großartige Woche, habt noch einen tollen Freitag. Am Montag wird der Martin euch dann mit den News versorgen und ich sage bis dahin in 2 Wochen dann alles Gute, bleibt positiv, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.